Willkommen zurück zum nächsten Part. Dr. Yu, Dr. Igwe, wir haben das Subjekt. Dahl und seine Lebenszeichen sind stabil, dank Ihnen. Wir bereiten ihn gerade in der Neuromod-Abteilung vor. Kommen Sie schnellstmöglich her. Okay, macht den Dahl kampfunfähig. Ich sehe zurzeit auch keine Militärroboter mehr. Eigentlich wäre das für mich jetzt nämlich die perfekte Situation, mal die Shuttlebucht noch zu erkunden. Und das machen wir dementsprechend auch mal. Bevor wir die Option nochmal irgendwo verschenken. Naja, zumindest sind da noch welche. So viel dazu, aber vielleicht, wenn sie jetzt gerade kaputt sind, hören sie auf. Wer weiß. Oh, so geht's auch. Was werft, tut den auch nicht gut. Oh, das hilft sogar richtig gut. Verdammt. So muss das. So, jetzt kommen wir da zu den Escape Pods. Schauen, was wir hier noch alles finden. Employee. Lounge, Sky Lounge. Ich arbeite unten im Frachtraum. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie bestohlen haben, Sir. Es hat klein angefangen. Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Arzneimittel, Lebensmittel, die nicht auf der sicheren Liste stehen. Vielleicht zahlen Sie Ihren Techniker im Maschinenlabor nicht genug, denn Lilly, sie wurde ziemlich ehrgeizig. Sie hat Neuromods gestohlen, Fabrikatorpläne und an die Konkurrenz von Transtar verkauft. Ja, hören Sie gut zu, Mr. Yu. Kasma hat jetzt ihr geistiges Eigentum. Lilly hat mich gezwungen, einige der alten Alarmzentralen auf der Talos zu modifizieren, um sie als tote Briefkästen zu nutzen. Einige enthalten bestimmt noch Unternehmenseigentum. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann gehen sie auf. Jedenfalls wollte ich nie, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Das Ganze hat sich irgendwie verselbstständigt. Aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen. So gut es geht. Das ist alles. Schmugglerring aufgedeckt. Das war doch ein netter Kerl. Überraschenderweise ist auf den Toiletten nie so viel los. Die mögen die Typhon anscheinend auch nicht. Ich frag mich, warum es immer so dunkel wird. Da kommt man so erstmal gar nicht rein. Aber haha! Die sind durchaus zu was nütze, wobei ich sie halt bis jetzt leider sehr selten nur genutzt habe. So, und da rein komme ich von unten. Oh, das zuerst. Da habe ich immer schön den Bereich fertig.
erstmal Bereichskarte. Wunderbar. Dann E-Mail. Hilfe, ist da noch jemand? Wir stecken bei den Fluchtkapseln fest. Das heißt, auf zu den Fluchtkapseln. Beziehungsweise in unserem Fall gehen wir erstmal komplett nach oben. Deaktivieren Sie den Craftlifts, um eine Ausbreitung zu verhindern. Programm auf ein Arbeitsterminal verschieben. Ja, das haben wir schon gemacht. Das ist aber reaktiviert. So, gehen mir die Typen mal gerade nicht so auf die Eier. Dann gehen wir erstmal nochmal hier vorne. Über. Mia Bayer, voll verletzt. Nils, wo sind Sie? Fluchtkapseln. Können Sie herkommen? Nein, wir haben den Aufzügen den Saft abgedreht, damit diese verdammten Dinger nicht den Kontrollraum erreichen. Naja, wir sitzen hier eh fest. Wir kriegen die Kapseln nicht auf. Ich versteh's nicht. Ich überflute die Sicherheitscomputer schon mit Anfragen. Vielleicht sieht es ja irgendwann jemand. Ja, vielleicht. Vielleicht. Sie war leider dann schon tot. Notiz. Flugplan von Shuttle Excite. Woche des 19. Pilot Hunter Hale. 19.02. Ankunft, Wartung, Abflug, Ankunftszeit. Ah ja, genau. Die haben ja dieses eine Shuttle draußen noch gehabt. Flugbox, Logbuch Scott Parker. Start auf der Erde um 0900. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Wenn sie uns da genähert haben, dass da irgendwie noch eine Forschungsstation im Dunkeln betrieben wird. Hilf Lather Class. Warum auch immer das jetzt da gemacht wird. Ziel fehlgeschlagen. Wie ist so fehlgeschlagen? Was? Hä? Hä? Okay. Naja, shit happens. So. Warnung, Anzug wurde beschädigt. Mir einfach nicht das gibt, was drin ist. Willst du mich verarschen? Ach so. Es hat mal wieder nichts gesteckt. So, jetzt. Mia Bayer, Chief Fleet. Hebelkraftassistent. Was ist der denn? Bringe die Minute Zeit, um schwere Objekte aufzuheben. Boah, das ist gar nicht so schlecht. Mia haben wir anscheinend noch nicht gefunden. Oder zumindest nicht ihr Passwort. Und E-Mail-Verkehr. Abgeschnitten. Mia, ich habe den Crafted deaktiviert, aber ich lasse dich nicht zurück. Ich habe mich in meinem Büro verschanzt mit einer Pistole. Wenn du eine Gelegenheit siehst, durchzukommen, aktiviere ich den Lift hier und sage dir Bescheid. Scott Parker. Scott, es ist hoffnungslos. Ich glaube nicht, dass ich durch diese Monster durchkomme. Ich verschanze mich oben in der Flugüberwachung und hoffe, dass sie mich nicht entdecken. Deaktiviere nur den Craftlift, bevor du gehst, um diese Dinger von hier oben fernzuhalten. Aufstocken. Hey Mia, wir haben dir ein paar Arzneifabrikatorpläne geschickt, damit du deine Vorräte ohne Papierkrieg neu aufstocken kannst. Sag Bescheid, wenn du noch andere brauchst. Regina. Fenster. Hallo Mia, die Fenster in der Flugüberwachung sind fertig. Du solltest nun wesentlich bessere Sicht auf das Shuttle-Deck haben. Du kannst sogar sehen, wie Lloyd beim Treibstoffverteiler Zigarre raucht. Vergiss nur nicht, dass es nicht das gleiche Material wie bei den Außenfenstern der Station ist. Das Zeug ist hart, kann aber immer noch brechen. Ich habe gesehen, wie du mit der Faust auf den Tisch schlägst, wenn du auf Nils wütend bist. Nur so zur Info.
Ja, da hätte es auch runterfallen können. Ah, es wäre nicht so schön. Mias Tresor. Ihre Leiche haben wir ja schon gefunden. Ah, was versteckt sie denn Schönes? Euromods, zwei Stück sogar. So, damit wäre der obere Bereich abgeschlossen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo das Ding rumläuft, aber es müsste irgendwo in der Nähe sein, wie es aussieht. Naja, ich sehe jetzt aber da eigentlich nochmal nach drüben. Das habe ich jetzt voll verkackt. Denn ich habe ja seine Shuttle-Karte eingesteckt. Könnte jetzt sein, dass wir da vielleicht an die hintere Tür rankommen. Apropos, Flugsystemüberprüfung. Damit haben wir gar nicht interagiert gehabt. Alle Systeme nominal, Flugsteg ausfahren. Das wäre natürlich zu einfach gewesen. Wunderbar. Gibt's auch nochmal 2 Euro. Wo sind wir hier? In der Piloten-Lounge. Ach, dieses ganze Essen. Shuttle-Controller. Anzug-Reparatur-Kit. Ich hätte mir das von dem Galiel oder was auch immer gerne mal angehört. Da kam jetzt aber gerade nichts dazu. Sehr schade. Ja, irgendwie diesen Platz machen. Dann war halt mal der Mist. Nochmal R gedrückt. Seif kann man da bestimmt irgendwo rufen. Seif. Seif, hier spricht Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Hm. Ich habe einige Systemfehler, ist flächendeckend, ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Okay, keine Ahnung, wie das jetzt noch ganz genau da zusammenhängt. Na, die Dinger hier müssen weg. Das ist eine Turret. Und da geht es runter. Ich weiß nicht, wohin. Wir werden es herausfinden. Oh. Hallo? Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist.
Sonst werden wir in Stücke gerissen. Au. Die äußere Luke. Ich weiß nur leider absolut nicht, welche er damit meint. Das tue ich gerade, Nils. Er reagiert nicht. Keiner reagiert. Scheiße. Waren das diese Dinger? Haben die die Luft abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist aber doch auch egal, oder? Ich meine, wir haben noch stundenlang Luft. Nein, Nils. Das System arbeitet umgekehrt. Es entzieht der Luft Sauerstoff. Wir haben 10 Minuten. Maximal. Was? Aber... Das ist bitter. Das ist genauso bitter. Da komme ich jetzt gar nicht ran, außer mit meiner Mimikrie. Dafür muss ich aber dann noch ein Objekt finden, so. Das klein genug ist. Noch ein Weg. Kann ich noch damit irgendwo reinschießen? Gut, das hat zwar funktioniert, dass es getroffen hat, aber es bringt gerade nichts. Ich sehe aber sonst ehrlich gesagt auch keine Möglichkeit da reinzukommen. Telekinese oder sowas wäre jetzt vielleicht noch hilfreich. Das einfach da rauszusaugen. Schade, wie kann ich da noch rankommen? Okay, das könnte funktionieren. Oh yeah. Nee, jetzt muss ich schon wieder rauskommen. Uh-oh. Ei, das ist nicht so geil. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Okay. Lassen wir das doch einfach mal fallen. Und darin können wir uns nicht verwandeln. Oh, das ist jetzt scheiße. Puh. Okay, dann muss ich kurz laden. Wir sehen uns einfach wieder im nächsten Part. Ich hole mal das Zeug dann mal. Bis dahin, sayonara.